Hallo, hier ist Muho aus Osaka und ich verspreche euch, heute wird das letzte Mal werden, bei dem ich auf eine Frage eingehe. Der Fragesteller hat eine Einheitserfahrung gemacht. Er ist sich selber nicht ganz sicher, ob man das so nennt. Ich ehrlich gesagt weiß auch nicht, ob das jetzt eine Einheitserfahrung ist oder vielleicht eine Leerheitserfahrung oder eine Gipfelerfahrung, eine Durchbruchserfahrung, ob es überhaupt irgendeine Erfahrung ist, die in die Erleuchtungsecke gehört oder ob es irgendwas ganz anderes ist. Ne? Aber es klingt zumindest ein bisschen so nach dem, was viele von Erleuchtung berichten und vielleicht klingt es sogar ein bisschen nach Nirvana, denn er schreibt, das kam in Verbindung mit enormen Gefühlen der Glückseligkeit, Vollkommenheit und Frieden. Jetzt will er aber nicht von mir wissen, ob das jetzt eine authentische Erleuchtungserfahrung ist, sondern er will wissen, wie kann ich mich jetzt überhaupt noch zu irgendwas motivieren? Mir fehlt der Antrieb zum Leben. Ich habe irgendwann mal gesagt, dann mach doch einfach mal eine Pause, mach doch mal gar nichts. Aber nachdem jetzt schon mehrere Jahre so vergangen sind, hat er das Gefühl, es ist doch auch nicht gut, so wie ein apathisches Stück Gemüse zu leben. Und meine Reaktion darauf war, wenn du wirklich wie ein apathisches Stück Gemüse leben wolltest, dann dürftest du auch nichts essen, du dürftest mir in diesem Moment nicht auf YouTube zugucken. Wann ist das letzte Mal, wo du eine Mohrrübe beobachtet hast, wie sie auf YouTube Videos geschaut hat, ne? Und Kommentare oder Mails geschrieben hat, ne? Also du bist noch weit davon entfernt, so wie ein apathisches Stück Gemüse zu leben. Und ein erster Schritt in die Richtung wäre ja, dann hör auf zu essen. Und schalt auch das Smartphone oder den PC ab, ne? Und vielleicht nach einer Woche oder so schmeckt dir das Leben anders. Vielleicht guckst du mit anderen Augen auf das Leben, ne? Und der Fragesteller, die Frage selber, ne, erinnerte mich an ähnliche Fragen, auf die ich auch schon in der Vergangenheit eingegangen bin. Und auch auf einen jungen Menschen, der mir im September in Halle im Wolkentor begegnet ist, ne? Sehr, sehr ernsthaft, auch noch sehr jung, mit 18, ne, hat er gesagt, ich will jetzt mal eine Weile hier im Wolkentor meditieren. Er hatte wohl mit 16, ja, eine Einheitserfahrung, Leerheitserfahrung, Erleuchtung, wie auch immer, und hat für 2 Jahre erstmal gar nichts gemacht, außer nur meditiert, ne, bei seiner Mutter. Und irgendwann hatte er selbst oder vielleicht auch die Mutter das Gefühl, wird vielleicht mal Zeit, dass der Junge rauskommt, ne? Und dann war er für eine Zeit im Wolkentor, ne? Und hat ein bisschen mitgeholfen, hat da meditiert. Ich habe mit ihm gesprochen, der Dirk hat sich sehr herzlich um ihn gekümmert. Und sowohl ich als auch der Dirk, wir hatten das Gefühl, der ist ja fast so wie wir, als wir jung waren, ne? Und ich glaube, sowohl der Dirk als ich, wir hatten schon als Teenager das Gefühl, ich will nicht auf diese Schiene, auf der alle anderen fahren, ne? Es geht mir nicht darum, irgendwann mal einen Job zu haben und ein Haus und eine Familie und Punkte zu sammeln, ne? Sondern mir geht es eigentlich nur um, wie lebe ich dieses Leben oder Erleuchtung, Dharma, wie auch immer man das nennt. Ne? Das ist die einzige Sache, um die es mir geht. Alles andere ist sekundär. Er war auch ein bisschen so drauf. Ne? Was ihn ein bisschen unterschied von mir als 18-Jährigen ist, er schien bereits schon die Antwort gefunden zu haben. Oder er schien zumindest zu glauben, dass er die Antwort gefunden hat. Es gab nichts mehr für ihn zu tun. Und ich kann mich erinnern, einmal da musste der Dirk ihn direkt dazu auffordern, während Kien hin runterzukommen von seinem Kissen. Ne? Er wollte noch nicht mal Kien hin mitmachen. Warum auch
Ja. Kann doch einfach mal sitzen bleiben. Und sowohl der Dirk als auch ich hatten das Gefühl, ja, vielleicht ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Wolkentor für diese Person nicht der richtige Ort. Vielleicht ist es besser, mal rauszukommen in die Welt, eine Lehre zu machen. Ne? Das hat der Dirk ihm, glaube ich, empfohlen. Mach doch mal eine Lehre als Handwerker zum Beispiel, ne? Wo du was Praktisches zu tun hast, Kontakt hast mit Menschen. Diese Person hat verstanden, und wahrscheinlich der Fragesteller, um den es heute noch einmal geht, hat verstanden, es geht nicht darum, Punkte zu sammeln. Aber was du noch nicht verstanden hast, ist, das Spiel des Lebens macht noch trotzdem Spaß. Es macht sogar noch mehr Spaß, wenn du es nicht spielst, um Punkte zu sammeln, sondern weil es Spaß macht eben, wenn du aufgehst im Spiel. Aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich bist du noch gar nicht drin im Spiel. Ne? Du guckst so ein bisschen so vom Seitenrand, vom Spielfeldrand, mit verschränkten Armen, sitzt auf deiner Bank. Du hast verstanden, wer diese Partie gewinnt, es spielt eigentlich keine Rolle. Und nach 90 Minuten auf dem Spielfeld, du bist einfach nur total K.O. Wieso soll ich mich überhaupt erstmal warm machen? Warum soll ich überhaupt das Trikot anziehen? Hat doch alles keinen Sinn. Aber um das wirklich sagen zu können, du musst auch mal gelaufen sein. Und die Freude kennen, die auch damit verbunden ist, 90 Minuten auf dem Spielfeld alles von sich gegeben zu haben und selbst wenn die eigene Mannschaft dann verloren hat. Es war trotzdem gut. Es war trotzdem schön. Und wie gesagt, ne, wenn du jetzt glaubst, nee, ich mach das nicht, ne? Ich mach gar nichts. Bleib sitzen auf meiner Couch. Dann geh so weit, dass du sagst, ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr, ich gehe nichts mehr aufs Klo. Ich bleib hier wirklich sitzen wie ein apathisches Stück Gemüse. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange du das durchhältst. Wenn du es wirklich durchhältst, ne? Also mit dem Nicht-Trinken, das würde ich dir nicht empfehlen. Ne? Würde dir empfehlen, trink wenigstens ein bisschen was. Geh pinkeln, wenn du musst. Ne? Aber wenn du zum Beispiel fastest, ne? Und dann nach 2 Wochen zum ersten Mal wieder ein Stück Grießbrei zu dir nimmst, wie schmeckt dir? Da schmeckst du unter Umständen was, was du bis dahin nie geschmeckt hattest. Und zum Beispiel, ja, was schreibst du hier? Hast du vielleicht Tipps, wie man sich wieder motivieren kann, ein weltliches Leben zu führen? Ne? Ein Tipp wäre, geh nach Antaichi. Dafür musst du erstmal ein bisschen Japanisch können. Ne? Aber wenn du wirklich Geschmack gefunden hast am Leben und du willst nicht nur das essen, was deine Mutter in den Kühlschrank getan hat, sondern ich will selber in Kontakt kommen mit der Erde, in dem das ganze Gemüse gewachsen ist. Wenn ich Fleisch esse, ich will das Tier sehen, von dem das Fleisch stammt. Ich will ihm selbst das Fell abziehen. Dann wäre zum Beispiel Antaichi ein Ort, hinzugehen. Und du hast immer noch Zeit, um auch nur zu sitzen. Ne? Du musst nicht von morgens bis abends schuften. Aber Arbeit ist auch ein Teil, ein guter Teil des Tages. Und das Schöne an der Arbeit in Antaichi ist, es ist verbunden mit dem, was dann auf dem Tisch steht, wenn gegessen wird und du schmeckst das. Es schmeckt anders.
schmeckt anders. Das schmeckt nicht wie Sand. Wobei ich natürlich auch nicht verleugnen will, dass du auch in Andaichi mal Talphasen haben willst. Ne? Darüber habe ich auch schon auf diesem Kanal gesprochen, darüber habe ich in meinen Büchern geschrieben. Ne? Auch das Leben in Andaichi ist kein Shangri-La. Und wenn du sagst, ja, ich bin schon zu alt, ne? Ich lebe gar nicht mal mit meiner Mutter, ne? Ich bin schon über 40 und ich habe auch keine Lust mehr, Japanisch zu lernen. Es gibt wahrscheinlich auch andere Orte, ne? Wo du tiefer reinkommst ins Leben, Geschmack finden kannst ins Leben. Und eben das meine ich mit, verstehe ich unter Nirvana. Nirvana bezeugen bedeutet, den Geschmack des Lebens zu bezeugen. Okay, jetzt haben wir schon wieder 11 Minuten und ich bedanke mich für eure Geduld, Ausdauer, dass ihr immer noch dabei seid. Danke für die Frage, danke für eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.